Thomas, du bist ja nicht nur ein großer Liedermacher, sondern du bist auch ein großer Pfarrer. Kommenden Freitag findet ja wieder die Tunnelharfe statt. Und ich glaube, du wirst wieder dabei sein. Deine letzte Tunnelpredigt, das war ja ein rhetorisches Meisterstück. Also bei jedem Pfarrer wäre das wirklich, da könnte ich stolz drauf sein, sowas zu bringen. Hast du was vor am Freitag in der Richtung? Oder? Also für diesen Freitag habe ich jetzt mir keinen Text ausgedacht. Ich bin halt ja, wieder überrascht. Oder es ist traurig, was die Kirche hier für eine Nummer abgibt, für ein Bild abgibt. Jetzt im Stuttgart 21 geht. Ich bin zum ersten Mal drauf gestoßen, das war schon 2009. Und ganz konkret wurde es schon 2010, als ich im Stuttgarter Rathaus eine Broschüre in die Hand nahm, eine Hochglanzbroschüre der Deutschen Bahn AG, der Projektgesellschaft, das neue Herz Europas. Da haben sich die ganzen Prominenten vorgestellt, die da also ihre Sprüche ablassen. Pro Stuttgart 21, das war vorne dran natürlich der Lothar Späth, der allerdings verschwiegen hat, dass er beim Herrenknecht im Vorstand damals schon seit 12 Jahren drin war. Er hat angeschrieben, Ministerpräsident AD, warum er AD sagen musste, das weiß man. Dann blätterte man weiter in der Broschüre, dann als zweite war Heike Behrens, Kirchenrätin und Vorstand der Diakonie, Vorstand diakonisches Werk, ich sage heute bloß noch diakonisches Werk. Ich habe dort nämlich nachgefragt und einfach wollte Auskunft haben, wie es dazu kommt, dass ausgerechnet das diakonische Werk sich als Werbeträger hergibt für so ein Projekt, ja, wie es menschenfeindlicher nicht sein kann. Dieser neue Tunnelbahnhof, der da geplant ist, das ist eine Kriegserklärung an jeden behinderten Menschen, der mit dem Rollstuhl rumfahren muss, oder auch an jede Mutter, die zwei Kinder an der Hand hat und noch einen Kinderwagen oder sowas. Also das, was da gebaut ist, das ist sowas von Menschenverachtung, und ausgerechnet das diakonische Werk macht hier den Werbeträger für sowas. Das hat mich schon gekränkt, und auf Nachfrage habe ich dann ganz strenge Antworten gekriegt. Man hat mich bezichtigt, ich hätte das diakonische Werk verunglimpft und was das für ein schlimmer Vorwurf sei. Ich habe nämlich gefragt, ob vielleicht eine Spende geflossen sei. Da hieß es plötzlich, das sei ein ungeheuerlicher Vorwurf, und ich habe dann einfach die Tatsachen, die da waren, nämlich die Broschüre der Deutschen Bahn, einfach vorgestellt, die Bilder ins Netz gestellt, mit ein paar handschriftlichen Notizen künstlerisch umrahmt. Und am nächsten Tag stand Heike Behrens bei mir in der Tür und schwor bei allen drei Einigkeiten, dass sie nicht käuflich sei. Frau Heike Behrens nimmt kein Geld, sie macht Werbung kostenlos für die Deutsche Bahn AG. Und ich habe das dann dem Landesbischof geschrieben. Der war ganz entsetzt und hat gesagt, ja, also das sei eine private Sache. Auf jeden Fall hat er eine Pressekonferenz einberufen. So viel habe ich geschafft, dass der Landesbischof in einer Pressekonferenz erklärt hat, jeder, der Stellung bezieht, für oder gegen Stuttgart 21, kriegt von ihm eine Rüge. Das hat er aber nie umgesetzt. Frau Heike Behrens ist ja bekanntlich in den Bundestag entlassen worden, in feierlichen Würden. Man hat extra einen Gottesdienst veranstaltet für sie, wo sie würdig verabschiedet wurde im Bundestag. Und dort war eines der ersten Sachen, die sie gemacht hat, ihr Ja zum Genmais, zum genmanipulierten Nahrungsmittel Mais, hat sie ihre Ja-Stimme abgegeben. Obwohl sie ja Eid abgeschworen hat, bevor sie im Bundestag geht, dass sie Schaden abwenden will. Aber sie hat sich dann dem Herdenzwang, dem Koalitionszwang unterworfen und hat
hat eben nicht das gemacht, was sie geschworen hat, sondern entgegen ihrem eigenen Gewissen das Ja angekreuzt, als die Grünen angefragt haben, wir wollen kein GenMais, bitte, wer ist da dafür? Nein, wir sind dafür, dass der GenMais und so weiter. Da hat also die ganze Koalition zugestimmt. Und Frau Behrens war mit dabei. Jetzt schreibt sie in ihrer Homepage, dass das alles aufgebauscht sei und sie sei natürlich eine Befürworterin der Natur und sie sei völlig dagegen. Aber warum macht man so etwas? Warum bringt man sich in so einen Widerspruch als Christ? Und das ist das, was ich, was mich beschäftigt. Ja? Als Christ haben wir ein Profil, als Protestanten müssen wir protestieren, wenn solche ungeheuerlichen Sachen passieren. Das steckt schon im Namen. Kurz vor Weihnachten war ja die große Aktion vor der Residenz des Landesbischofs. Hat sich in der Zwischenzeit bei dem Landesbischof ein Umdenken ergeben in Bezug auf Stuttgart 21 und in Bezug auf den Stuttgarter Widerstand? Du bist ja mit ihm in Schriftverkehr. Ja, schön wäre es. Also er selber antwortet mir nicht mehr. Das machen ab und zu seine Redakteure. Sein Pressesprecher hat mir heute geschrieben, eine Antwort, die fand ich sehr, sehr dürftig. Es ging ja darum, dass die Projektgesellschaft sogenannte Tunneltaufen inszeniert. Das sind wohlorganisierte Veranstaltungen mit viel Prominenz. Meistens kommt Grube persönlich und der Herr Ramsauer war es bis vor kurzem noch und der Herr Herrmann steht dann da und dann versinkt man in Andacht im Namen des dreieinigen Gottes. Der heilige St. Barbara wird dann in einer feierlichen Zeremonie dieser Tunnel und alle, die damit zu tun haben, feierlich gesegnet. Und als ich diese Bilder mir angucken musste auf YouTube, im Fernsehen wird da sowas nicht gezeigt, es wird eher so ein bisschen kurz abgehandelt. Es ist peinlich, finde ich. Ja. Und nicht nur peinlich, ich habe also die letzten Bilder, die mir da entgegengeflimmert sind, die konnte ich gar nicht bis zum Ende angucken. Ich musste mich übergeben, ja, weil was da abgezogen wurde von einem methodistischen Pfarrer in diesem Fall, der seine Predigt begann im Namen der Kirchen und im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So ein Projekt braucht Gottes Segen mehr noch als andere Projekte. Ja, ich habe abschalten müssen, um erstmal nachzudenken, was läuft hier eigentlich für ein Film ab. Ja. Und dann bin ich zum Landesbischof hin und wollte ihn bitten, dass er dazu Stellung nimmt, ob das tatsächlich im Namen der Kirchen ist, ob dieser Methodist in seinem Namen auch sprechen kann. Er selber hat sich nicht rausgetraut. Er hat seinen Pressesprecher geschickt, den Herrn Oliver Hösch. Der hat einen Eiertanz veranstaltet, sage ich mal, eine halbe, dreiviertel Stunde lang hat er uns immer wieder erklärt, dass die Kirche keine Stellung bezieht. Ja, sie wird weder pro noch contra sich positionieren. Und das, was da gelaufen ist, hat mit der evangelischen Landeskirche gar nichts zu tun. Das war ja keiner von uns. So hat er herumgeredet. Und da habe ich ihn gefragt, ob vielleicht jetzt, wenn wieder eine Tunneltaufe käme, ob da die Kirche dabei ist. Oh nein, da hat er sich ganz rausgehalten. Und jetzt sind wir soweit. Übermorgen findet wieder sowas statt. Und da habe ich nochmal nachgefragt, wie es denn sei. Es kam erst keine Antwort. Dann hat der Projektsprecher Dietrich persönlich sich eingemischt und hat gesagt, ja, die Presse ist eingeladen. Und ein Pfarrer, den ich eigentlich anders einschätze, ja, also ich war überrascht, dass der Herr Romeo Edel, eigentlich eher so aus dem linken Spektrum, dass aus Bad Boll kommt, dass der jetzt diesen Taufbefehl gekriegt hat vom Prälat Mack, nehme ich mal an, dass der gesagt hat, du musst da hingehen,
und es jetzt machen. Ja, und da denke ich, was wird daraus werden, ja, wenn wir als Kirche uns da als Lakaien aufführen, einen Lakaiendienst machen für diese gotteslästerlichen Veranstaltungen. Ich habe jetzt Kontakt aufgenommen, habe allerdings noch keine direkte Rückmeldung gekriegt. Ich sehe eine Chance für den Herrn Edel und darum bete ich, dass der, wenn er in diese Löwengrube, sage ich mal, geht, dass er sich verhält wie Daniel, der bei seinem Gott geblieben ist und der nicht gefressen wurde von den Löwen. Der hat Klartext geredet, der hat den Leuten die Meinung gesagt. Ja, wenn man so einen Lügenbaron vor sich hat wie Grube, ja, Rüdiger Grube steht vor einem Rundfunkmikrofon und sagt, der neue Bahnhof hat halb so viele Gleise und wird doppelt so viele Züge pro Stunde abwickeln. Und wenn man rausfährt mit 30 km/h, dann werden alle Züge blockiert, die da rein oder rausfahren wollen. Solche Lügen, ja, es stimmt ja gar nicht. Dieser Bahnhof, wer den kennt, und ich denke, Herr Grube wird den Stuttgarter Bahnhof schon etwas besser kennen als ich zum Beispiel. Ja, dann lügt er ins Mikrofon und sagt, auch Lieschen Müller weiß schon, dass das hier so ein Ding ist, was die Gleise versperrt und das muss alles weg und wir kriegen einen neuen Bahnhof. Ja, das sind faustdicke Lügen vor einem Millionenpublikum von einem kompetenten Mann, der sich selber als ehrenwerter Kaufmann, als hanseatischer Kaufmann ausgibt und den Leuten einen, also wissentlich die blanke Unwahrheit ins Gesicht sagt. Und dafür wird er bezahlt, dafür kriegt er Millionen. Sein Leitspruch heißt ja, Cash in the Tash is the name of the game. Je mehr Lügen er verbreitet, umso mehr Millionen hat er in der Tasche.